Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf dem Laufwesen Marsch. Version 1.7. Wir fahren ein bisschen die Lage in die BGH, bis sie voll ist. Nebenbei wird noch gedüngt auf Feld Nummer 12. Jetzt machen wir halt mal unsere Anhänger voll. Immer absenken. Ja, nach vorne schalten. Hier mit der Fräse schön. Geht relativ zügig. Hänger geht auch hier rein. Es geht. Jetzt für einmal die eine Hälfte hier mal leer kriegen und die andere Hälfte machen wir später mal, wenn wir Langeweile haben. Wenn wir gleich unsere Schulden zurückzahlen, so wie es geht. Dass wir nächsten Nacht nichts bezahlen müssen für Zinsen, ne? So. Denn wir hatten hier nämlich kräftig Schulden gehabt und schon kräftig Zinsen gezahlt. Und jetzt sind wir halt auf dem guten Wege, schuldenfrei zu werden. Was natürlich uns die Wege eröffnet für andere Aufgaben, ne? Ah, ist voll. Ja, die 1%, das ist das, was im Rohr drin ist, ne? Das ist leider so. Wahrscheinlich werde ich eher hier mal die Fabriken hinbauen. Das macht sich leichter. Den brauchen wir nicht verdichten, ne? Dann fahren wir einfach unter und gut ist. Wir haben es mal gemacht mit Vollmachen und damit soll es auch gewesen sein, ne? Da können wir gut locker 2-3 hinstellen. So, BGH ist voll. Das ist ja nicht gut oder nichts zu ändern. Ja, gut. Gedüngt wird noch, denke ich mal. Hier ist gerade die Hälfte bei. Dann können wir ja schon mal theoretisch ist noch nicht gewachsen, ist gerade mal gekeimt. Oder gepflanzt. Ja, jetzt haben wir gedüngt, aber wir werden schon mal die Erntefahrzeuge rausfahren, also ohne Schneidwerk fürs Mais, ne? Wir haben ja jetzt da Weizen zu ernten, das können wir ganz gut. Jetzt können wir eine Halle auch hier so quer einstellen. Das geht auch. Aber an sich ist das ungünstig, weil ich komme ja nicht mehr gut raus, ne? Also, da haben wir es schon. Aber gut, das können wir noch korrigiert. Den wir mal einklappen. Denn so ein Rohr normalerweise wird sich verbiegen, ne? Aber zum Glück passiert das hier nicht. So. Müssen wir schauen, wo das hinstellen. Wo es nicht stört.
Am besten in der Halle rein, ne? Dazu hängen wir ihn mal ab. Das Schneidwerk hinten. Dann werden wir versuchen, mal reinzufahren. Müsste eigentlich reinpassen. Das passt nicht. Wenn wir den Pfeiler einreißen, wollen wir nicht. Dann werden wir es da drüben eintun in der Halle. Da haben wir auch noch Platz. Das erste. Das können wir ja rechts so 2-3 sogar hintereinander stellen, ne? So. Das brauchen wir für unser Hopfen, ne? Das war nicht so richtig in Anführungszeichen, aber anders geht es ja nicht, ne? Das ehrt noch meistens die kleineren Bauern, weil es auch sehr arbeitsintensiv ist. So, fahren wir raus zum Feldnummer in der 40er. Dazu werden wir gleich mal den Kurs hier nachher erweitern. In Anführungszeichen. Müssen wir gucken, wie wir da am besten fahren. Ne? Denn ich will dahin. Leider, ja, ist das hier, naja gut. Oder hier 25. Am besten wäre hier oben mit 44 anfangen. Das heißt, wir sind aktuell hier. Dann müssen wir hier rüberfahren über die Brücke. Geradeaus und dann rechts. Oder hier rechts mit der Kreuzung. Das geht auch. Und dann von da aus entsprechend den Kurs anbinden, ne? Mit Autoreifen. Geht auch darum, dass wir später näher den Abfahrer über Autoreifen fahren lassen wollen. Ich muss das zwar erstmal probieren, wie es funktioniert, aber ich denke mal, wenn es soweit ist, werde ich mir entsprechende Anleitung anschauen und dann werden wir schon hinkriegen. So, hier haben wir schon Kurse gehabt. Das reicht ja einmal. So, mal gucken mal, dass wir hier unsere die Kurse anzeigen lassen. Dass wir näher sehen, was los ist, ne? Wo wir näher entsprechend weiterfahren müssen. Wie einiges noch vor. Ja. Schulden, naja, weg sind die nicht, sag mal so. Dünger brauchen wir zum Glück nicht mehr kaufen. Das nicht wächst, das ärgert mich ganz schön. So, wollen wir nach rechts abbiegen, ne? Wenn wir den Kurs ein bisschen hier wieder anfangen. Na, dann machen wir den Punkt mal weg. Fahren ein bisschen zurück. Eieiei. Das zeige ich weiter auf. Das darf dann nicht passieren. Da müssen wir jetzt mal den Kurs löschen. Die Punkte und da muss man mal aufpassen, wenn man jetzt doch anders fährt, wenn man will, dann muss man halt den Kurs halt. Ich will dann den Punkt nicht von rechts, so gut, okay, auf so will ich halt auch nicht haben.
Freilöschen. So, nach vorne. Auch nicht. So war es nicht geplant. So auch nicht. Ja, mit dem Drescher etwas ungünstig, zu groß, zu klug. Dann lass es sein, das macht mein Drescher keinen Sinn. Das ist ungünstig, ne? Also ich fahre da mal hin und dann fahren wir mit dem Traktor oder mit einem anderen Fahrzeug Richtung 40, glaube ich. Oh, Düngerfahrzeug ist fertig. Das ist perfekt. Gut, da kann man den stehen lassen, ne? Ist ja noch nicht reif. Leider. Denn muss ich mal den Kurs erstmal entlassen und dann schicken wir ihn am besten Hof zurück. Berechne Fahrt. Müsste ich eigentlich normalerweise mit dem Auto das machen, ne? Den Anhänger kippen wir gleich rein in die Brauerei. Vielleicht muss ich doch noch im Feld einen Rundkurs fahren. Das kann natürlich sein, dass er das Feld erkennt, ne? Hab ihn erschrocken. Kippen wir ganz kurz aus. Das dauert ja nicht lange und dann gehen wir gleich, ja, Kurs vereinfahren, ne? Dann lassen wir doch trotzdem mal stehen oder wir fahren immer vor am Hof hin. Hier stehen lassen ungünstig, ne? Aber rechts daneben kann man mal stehen lassen. Hier so. Das geht. Steht er ja nicht im Wege. Jetzt fahren wir ganz still dahin und machen da den Kurs gleich weiter, damit die Ernte auch entsprechend herfahren können, ne? Gib mein Auto am besten, der ist wendig, der ist schnell, die können die Kurse entsprechend abfahren. Erstmal die Verbindung herstellen, dann geht das. Hui. Müssen wir noch Milch verkaufen. Hier wächst auch noch nichts. Das ist nicht gut. Ja, das ist schon ein bisschen Action, ne? So, hier war der Kurs kaputt. So, bremsen. So. Müssen wir doch ein bisschen korrigieren. Das heißt, zurückfahren. Hey.
Das ist schlecht. Ich stehe auf dem Gas. Wahnsinn. So, Meter decken, dass die Fahrzeuge normalerweise da nicht so einfach hochkommen. So, Kurs fortsetzen. Was ein bisschen nach außen geht, das macht nichts. Und nach da verbinden. Dann können wir den Kurs nämlich da löschen. Dann geht der jetzt nicht weg. Gut. Vielleicht muss er erstmal kurz wieder. Oder nicht? Gehen wir da zusammen. So, ich wollte hier noch einen Kurs machen zum Feld Nr. 40, glaube ich. Mach und mal. Das andere können wir nachher noch löschen zur Not. So, da haben wir schon mal den Kurs, die Richtung. Hätte ich gleich mit dem Auto machen sollen. Aber gut, hätte, ne? Fahren wir oben lang. Ja. Geht's so runter? Das sind die blauen Punkte jetzt immer. So, das ist jetzt. Ja, Feld 40. Nehmen wir an, ne? Kannst ja zur Not ändern. So. Jetzt gehen wir gleich wieder auf den Kurs zurück, damit wir da den Kurs abschließen können. Ne? So. Den Kurs werden wir nach links abschließen. Man kann auch in beide Richtungen gehen, ne? Also wir fahren mal links. Nächsten Mal werden wir dann auch nach rechts fahren lassen. So. Jetzt machen wir gleich rechts. Den einen Kurs werden wir jetzt mal versuchen zu löschen. Den einen Punkt. Wir müssen nur mit dem Punkt hinkommen, ne? Das will er nicht. Warum nicht? Ja, ja. Ja. Will er nicht. Gut, dann kann man ihn ändern, ne?
Triebpunkt löschen. Ich habe noch der gelöscht, kann auch sein. Gut, der ist nun gelöscht. Darf ich mal wieder anschließen, ne? So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke, winke. Ciao. Tja, nächste Woche geht's weiter hier auf dem Marsch. Tschüss.